Kung-Fu, Fuff-Punk. So, und damit wieder der... Oh, er braucht unsere Hilfe. Ja, sicher doch, was willst du denn? Käse aus der Dose oder was? Cheddar flavored, so also Sprühzeug, was eigentlich wahrscheinlich gar nichts mit Käse zu tun hat, okay. In this way, I should hope to recapture the lost cheeses of my youth. Do your best to aim for my gaping jowls. Oh my god. Excellent workmanship. Oh man, was für perverse Socke. Well done, Samaritan. I shall have my legal counsel factor you into my room. Oh my god, this game. Es macht mich fertig, es macht mich kaputt. Ich kann bald echt nicht mehr. Ah, ich glaube, die ganzen Türen werden wir auch noch probieren, aber hey! Bestimmt einen Künstlerkuchen. Na, sag doch was. Hallo. Und laufe ich einfach über dich drüber. Hedgebatch. Komm hier irgendwo rein. Oh, wir können klopfen. 405 waren wir. 405. Mit Sicherheit war da oben, weil hier müsste ja 100. Eieiei, wir gucken uns einfach um. Das heißt, wir könnten jetzt ja mal versuchen, hier das Gebäude einzunehmen. Und hier wirklich alles angucken. Aber hoch möchte ich noch gar nicht. Ich möchte erstmal hier unten gucken. Es ist doch bestimmt noch irgendwas zu finden. Mann, in irgendeiner muss doch mal eine Tür aufgehen. Ich hätte da, also ganz ehrlich, das ist doch das Logischste, was man bei so einem Spiel hier einbauen muss. Ich weiß immer nicht, wozu der Schraubenschlüssel gut ist. Er ist nur wieder da. Er ist wieder da. Der Schraubenschlüssel verfolgt uns. Ja, keine Ahnung. Wir reparieren uns anscheinend damit. Ah, ein bisschen anders hinsetzen. So langsam wird es hier ganz schön warm wieder. Das Fenster ja zugemacht habe für die Aufnahme. Und das war eine dumme Idee. Okay, so. Hallo, Kollege. In 1 sind wir, also bitte mal nach 2. Second Floor. Den schauen wir uns natürlich auch wieder von vorne bis hinten an. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Es guckt uns an, es folgt uns. Geil, da müssen wir gleich runter. Ich muss gucken, ob wir da vielleicht die Pistole kriegen. Das wäre so awesome. Ich würde den Kuchen hier unten erschießen. Ich klopfe überall. Geronimo! Okay, das ist nicht ganz so schön gemacht. Schade, ich wünsche, man könnte hier auch noch schwimmen. Also so hochschwimmen, richtig. Geht's dir gut? Oh mein Gott, ich habe James Bond getötet. Wer wird jetzt seinen Platz einnehmen? Bestimmt dieser nette Gentleman in seinen Anzug. Ah gut, du bist wieder da. Wunderbar. Der große Elevatorkrieg, oh mein Gott. Es ist... Ah. Hallo, hallo. Knock, knock, Penny. Knock, knock, Penny. Knock, knock, Penny. So, komm her, du. Okay. Ich klopf schon mal überall an, ne, mein Kollege. So, auf zum nächsten. Ich frage mich, was es hier noch gibt. Wir sind die ganze Zeit so am Gucken und Ausschau halten nach Sidequests. Gut, da unten hatten wir eine. Am Strand?
Und ja, so, okay, wir haben ein paar Zeitsachen gemacht. Das Auto verprügeln. Die komische Tiki-Göttin da. Oh, was bist du denn für, ne? You're the best. I know. Let's play together. Das können wir leider nicht. Das ist ein Solo-Spiel. Let's cuddle together. Okay. Let's sleep together. Nein, danke. Okay, was kommt noch? I can see your dreams. Uah. I love you. Nein, danke. Show me on this doll where you touched me. Hugs for everyone. Ich hau ab. Dass dieses Umarmen für alle, das hat irgendwie so ein Karneval vor vielen, vielen Jahren, wo wir von der Schule aus hin waren, also gezwungen waren. Ich hasse ja Karneval. Es ist nicht meins. Ich will das nichts mit mir zu tun. Es ist so eine Jahreszeit, wo ich am liebsten mit meiner juckenden Nase mich in einer Kühltruhe oder so oder am besten einbauen möchte, irgendwo in einen Atombunker. Ich einfach nichts mit am Hut habe. Und wie da wurden wir halt von der Schule aus mal wieder gezwungen dahin, weil, ja, ist aber was Schönes, nee. Drei von uns, mich einbegriffen, mitgezählt, waren da absolut nicht für, hatten da keinen Bock drauf. Wir mussten ja. Und da lief so einer im Clown-Kostüm rum, der alle umarmt hat. Oh. Ich sag mal so, es wurde nichts getan, man ist ja doch irgendwo friedlich und freundlich, aber er hat's unterlassen, uns drei auch nur ansatzweise zu umarmen, sonst hat er jeden da fast schon angesprungen, als er zu uns hingekommen ist. Das hat er sich dann ganz schnell anders überlegt. Mehr sah ich da lieber nicht zu. Könnte vielleicht auch noch in meine damalige Kleidung gelegen haben, denn damals lief ich noch richtig nice als Gothic rum. What? Was war das mit 90 Pfund? So, 4, 5, es müsste auf der rechten Seite sein. Oh! Oh yeah! Extra stark! Hm? Oh mein Gott, wir haben Pferdedoping gegessen! Klopfen wir jetzt auch an den Pferd? Schade, das wäre so geil, wenn es jetzt so treten würde, richtig. Oh mein Gott, ich möchte hier aufs Dach drauf. Von da runter springen, es ist dieses Spiel erstmal krank, krank. Liebe Entwickler, was habt ihr genommen? Wo kriegt das her und was kostet es? Auch hier gucken, man weiß ja nie. Politische Gefangene, die Palme anscheinend nicht. Hallo? Nur das Beste für uns. 4:04, wir sind fast da. Ja, komm. Ich hab dich gesehen. So, das ist unser Preis. Oh mein Gott, ich mag dieses Game so sehr. Na, hier wird auch nichts mehr sein. Ich mache das aus Prinzip. Ich nerve jedes Hotelzimmer in diesem Spiel. Dass nicht eine Tür öffnet, verstehe ich nicht. Das wäre doch so ein richtig netter, so ein nettes Easter Egg noch gewesen, wenn man das gemacht hätte. Tja, dann nicht. Oh, luxuriös. Kunst. Ich will nicht. Oh, eine Ukulele! Ich will auch eine Ukulele! Will ich mir auch irgendwann nochmal zulegen? Irgendwie möchte ich gerne Ukulele haben und spielen. Keine Ahnung, wozu ich das brauche. Wir nehmen so. Nö. Wuhu! Really, really? Na, jetzt aber hier scheint nicht zu sein. Ja, ist ja gut. Bepiss dich nicht. Keine politischen Gefangenen? Schade. Ja, ist ja gut, Mann. Sorry, Polygon. Change your plans. Got rid of the cemetery man on site. Fast getting opportunity to pass up.
I'll provide him a duplicate attache case. Yeah. Wait till you distract them, then swap the cases. Okay. You'll have to gussy up a bit to get close enough. Head on down to the bar once you're feeling a little classy. Look for the man to hold in glasses. Oh, and Polyblank, watch your back. Okay, wir werden beobachtet. Okay. Hm. Müssen wir uns noch irgendwie tarnen oder so? Ich hab jetzt. Also den Koffer haben wir ja schon. Was gibt's hier? Nix. Ah. Ja, wir tarnen uns jetzt mal. Oh nein, ne? Das ist hier doch nicht Paint oder was? Oh, falsche Auflösung in der Maus für sowas hier. Oh, da haben wir rübergemalt. Mist. Wir wollen uns doch verführerisch rote Lippen machen. Damit wir schön als getarnter Transvestit darunter gehen. Oh, verdammt, voll drüber gemalt. Ja, komm, die Lippen sollen richtig betont werden, ne? So. Kann ich da einen Knutschfleck draufsetzen? Kann ich echt? Ah, wir können es nochmal machen. Gut. Ich hoffe, die Säcke haben da nicht wieder ein Achievement hinter versteckt, dass man seine Lippen hier irgendwie perfekt machen muss. Ui, ui, ui. So, na, das geht doch schon mal. Das sieht doch schon mal ganz. Da haben wir völlig verkackt. Ja, ja, komm. Passt. Geil, wir können echt Knutschflecken machen. Oh mein Gott, dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Warte mal, wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott. Jetzt bin ich eigentlich hier durchs ganze Spiel laufen und erstmal jeden küssen. Ist das geil. Aber ich kann mich nicht mit so viel hier aufhalten. Danke, Süßer. So. Haben wir nicht irgendwo hier den Kopf auch nochmal? Aus Prinzip! Hello, Albert here. Du schon wieder? Hatte ich ja schon. Hier, hallo, guck, guck. Ich kann den. Ah, jetzt hat's geklappt. Tatsächlich, es gab ein Achievement fürs Rumknutschen. Es ist doch nicht wahr. Der Schwein! Ne, den wir rasiert haben. Hier, die halbnackte Tiki-Manager-Frau hier. Was war das denn? Es hörte sich an, als wenn irgendwo was hochgegangen wäre. Wir gehen mal zur Tiki-Lounge. Es ist so. Hui, komm her! Oh ja, wir nehmen uns noch einen Drink, damit wir schön besoffen sind. Wuhu! Oh mein Gott. Ah, guck an. I am absolutely distracted by your radiance. Allow me to introduce myself. I am known as the editor. Okay. A cocktail for the pretty lass. Compliments of the lady in red. Ich traue der irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Das könnte so ein so schlechter Agentenspionagefilm sein. Der ist doch hundertprozentig irgendwas drin, oder? Die grien schon. Ich sehe es hier an. I swear, I would marry you if I weren't such a playboy. Most people don't deal in cash anymore. Okay, anscheinend kommen wir doch weg. You know, oh my goodness.
we're twins. Ja, wir Twins. Arsch, lecken 2,50 € weg hier. Fuck. Ich wusste es. You look a little pale. What's the matter, Polly Blank? Oh. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so geil. Ich muss jetzt aber trinken hier. So. Loa Ding. Ich glaube denn, das Rest. Ah, nee, lass mal jetzt noch kurz laufen. Weil ich jetzt so schnell cutten wollte ich auch nicht. Ah, der Schub betrinken musste sein. Wird er gleich noch einen Schub trinken? Wo sind wir denn hier gelandet? Oh mein Gott. Blut. Was haben. Um wie viel Blut? Oder Motoröl, keine Ahnung. Was haben die bloß mit uns gemacht? Aha. Oh mein Gott, wir wurden beobachtet. Ihr Schweine! Ihr habt einen Sexfilm von uns gedreht, einfach ins Internet gestellt. Schämen die sich denn nicht? Fühl mich so beschmutzt. Alles klickt. Ken, oh ja, und was es mit dem guten Wisch auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.